Ich weiß gar nicht, wann es so eskaliert ist in Flive. So, kenne noch die. Alter, what the fuck, natural down. Kenne noch die Zeit in Flive damals, wo man so gesagt hat, so ja, für AOE halt so 2-3 Level maximal drüber, vielleicht sogar gleiches Level, wenn es halt schwierig ist und so. Und natürlich, PESA und so ist immer ein ganz anderes Thema, aber auch im Offi ist es ja nicht viel anders. Also, und ich meine, ich habe hier gerade kein Equipment, was im Offi irgendwie unbezahlbar wäre oder so. Also auf keinen Fall. Und auch die Power-Ups kriegt man und so. Und also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie irgendwas Besonderes wäre, was wir zumindest aktuell haben. Aber ja, irgendwie ist es halt schon echt, also schon verrückt alles. Das ist, ich weiß es nicht, es ist schon, ich kann es nicht in Worte fassen. Es hat sich irgendwie so verändert, irgendwie so. Flive ist irgendwie so, ja, es hat sich so eine krasse Ecke verschoben irgendwie. So, ja, es ist, man levelt nicht mehr so im kleinen Stil, man levelt halt immer so im großen Stil und so. Also halt direkt so, oh, ich mach 500k Damage, direkt mal 13 Level drüber gehen. Ist nach dem Motto irgendwie. Ich meine, natürlich hat es auch damit zu tun, halt mit Low-Level, mit Low-Rate versus Mid-Rate und High-Rate und keine Ahnung. Aber auch trotzdem, auch so Low-Rate-Server sind halt irgendwie so, also wenn man jetzt halt zum Beispiel so Dragon Crusade halt irgendwie als Low-Rate bezeichnen würde, was ja fraglich ist. Also für mich ist es ein Mid-Rate-Server, aber die selbst bezeichnen sich als Low-Rate-Server. Und die Progression ist halt eigentlich einiges langsamer als auf einem Mid-Rate-Server. Auf den meisten Mid-Rate-Servern zumindest. Und ich muss halt sagen, so, auch das ist halt meilenweit davon entfernt, halt irgendwie langsam zu sein. Also ich habe schon oft kritisiert und so, und natürlich mit einem Season-System macht es halt Sinn, wenn man es so umsetzt, wie man es halt umgesetzt hat. Aber ja, also so, weiß nicht, es ist eine ganz schwierige Sache irgendwie. Also so von diesem Flive-Spirit von früher, es hat sich schon echt viel verändert irgendwie. Schon 78, okay, jetzt haben wir 18 kHP. Ich skill ja schon STA rein, oder? Ja. Aber wir bekommen immer gar keine HP zusammen. WTF, wir bekommen halt echt 0 an HP zusammen. STA 13. Warum kommen wir nicht an HP? Ich verstehe es nicht. Schmuckset und so, alles klar, alles okay und so, aber nee, es läuft nicht so. Es läuft nicht so gut, wie ich mir erhofft habe. Natürlich, ja, Cash-Offset und Umhang und STA-Pad und whatever. Klar, fehlt alles, aber das ist nicht so zufriedenstellend, wie ich eigentlich mir erhofft habe. Boah, wir brauchen hier, was brauchen wir HP? Wir brauchen sehr viel HP, wir brauchen massenhaft HP. Also auf 120 brauchen wir mindestens 100 KP. Schlaft hier durch die Gegend? Geronimo? Ja. Das Set, was ist das Set hier? Wir haben hier ein. Das ist sogar ein HP-Set. Wir haben hier sogar ein HP-Set an. Aber nur wie viele Teile? Nur 4 Teile, oder? Ah, stimmt. Wir haben quasi keinen Set-Effekt. Fuck, das habe ich nicht bedacht. Wir haben keinen Set-Effekt. Ah, blöd. Okay, gut. Das heißt, ist vielleicht auch ein bisschen unsere Schuld. Okay. Ja, never mind. Ich bin davon ausgegangen, ja, wir haben halt einen Set-Effekt hier, 10% HP, XSTA, whatever, Death, und so weiter. Nee, aber wir haben halt effektiv keinen Set-Effekt. Ja, okay. Das habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Genau, wir bräuchten halt ein erstes Schmuckset, was wir rüberhandeln könnten. Nee, noch nicht sollten. Ja, gut, ich farm halt noch den anderen Dungeon da. Das heißt, macht da vielleicht noch gar nicht mal so arg viel Sinn. Ja, müssen wir mal schauen.
gibt noch einen Buffs und Pet Experience und PvE Damage. Und mehr XP, genau. Und was war sonst noch irgendwie? Genau, mehr Keys und mehr Boxen und whatever. Wobei ich dazu sagen muss, ich droppe momentan weder Keys noch Boxen. Ich habe ein Key hab ich gedroppt auf dem Ringmaster. Und null Boxen bisher. Ein bisschen schade. Boah, ich habe gestern noch einen Artikel durchgelesen von Franken Online oder so. Oh Gott, wir sind viel zu spät. Wir haben schon 25 Minuten drauf. Okay, ich schneide die Folge einfach scheiß drauf. Auf jeden Fall, dass die flickreischen Felder in Italien irgendwie. Also, das ist halt so ein Supervulkan, wo halt irgendwie, weiß nicht wie viel, 800.000 Menschen Häuser drauf gebaut haben. Was natürlich sehr smart ist. Irgendwie so vorm Ausbruch steht oder kurz vorm Ausbruch steht. Und. Also, ich hab mit einem Kumpel drüber geschrieben, so. Also, wenn wir halt irgendwie so über Gott und die Welt immer schreiben, über wirklich Gott und die Welt im Prinzip. So, wir haben halt eben auch die letzten 2 Jahre so halt viele über Vulkane geschrieben und so. Und wir haben halt so festgestellt, so, ja, dieser Ring of Fire, dieser Feuerring, der sich quasi einmal so um die Erde zieht, wo die ganzen Vulkane raussprießen. das ist so mega aktiv geworden im Gegensatz zu letzten Jahre. Und ja, warum man halt generell nicht da irgendwie das mehr so in den Vordergrund rückt. Also man spricht halt so viel über irgendwelche abstrakten Gefahren die ganze Zeit, dass halt, was weiß ich, irgendwie bis 2100 ist halt irgendwie der Meeresspiegel um 10 cm höher und whatever, so halt diese Gefahren, die vielleicht existieren, keine Ahnung, ich bin kein Experte dafür. Aber die halt so ultra langsam halt, wenn überhaupt, sich langsam ankündigen und alles. Aber halt so den Elefanten im Raum, weiß nicht, den ignoriert man halt so. Und es gibt auch wirklich viele Wissenschaftler, die halt so warnen, so, hey, also hier halt nicht gut und so. Und so die Vulkane gehen halt, sind halt, werden halt richtig aktiv und so. Und ja, da haben auch so die Erdbeben, die es halt da jetzt mittlerweile gibt, in diesen Vulkanen, in diesen Regionen um diese Supervulkane herum, die werden halt immer mehr, immer stärker und so. Ich meine, ist es nicht dramatisch schlimm? Noch nicht. Aber in Italien, eben bei diesen Feldern, sind wir jetzt, glaube ich, bei 3,0 oder so, wo halt eben die Erdbeben jetzt sind. Und die Erde hebt sich halt irgendwie jedes Jahr um 5 mm halt mehr, was halt schon viel ist. Also momentan, glaube ich, sind es 20 oder 30 Millimeter, glaube ich, pro Monat, nicht pro Jahr. Also steigt, oh Mann, steigt halt, also die Erhöhung erhöht sich jedes Jahr halt um 5 Millimeter, wenn es Sinn gibt. Also zum Beispiel 2019 waren es noch, glaube ich, 10 oder 15 Millimeter. 2020 waren es schon irgendwie 15 oder 20. Und es wird halt immer mehr und so. Und ja, also es ist halt schon, also dieser Anstieg der Erhebung jedes Jahr, der wird einfach wirklich schnell immer mehr. Natürlich, Millimeter sind dann noch gar nichts. Also einige sagen halt so, ja, das müsste halt schon deutlich mehr sein als Millimeter. Es müssten halt schon vielleicht ein halber Meter oder so sein. Wenn man dazu sagen muss, ich meine so 2-3 Zentimeter und 50 Zentimeter. Also das sind jetzt halt auch nicht so Sachen, die jetzt halt so komplett irgendwie aus der Luft gegriffen sind. Aber was ich halt eben sagen will ist, so, es gibt halt schon diese Anzeichen seit einiger. Oh nein, die Mobs. Ja. Seit einiger Zeit. Und die haben jetzt halt so die erste von 2 Warnstufen ausgerufen. Also, dass man halt jetzt eben freiwillig halt eben schon evakuieren soll. Also, ist es schon ernst jetzt irgendwie. Also, es ist nicht so, dass die halt sagen, so, ja, so in den nächsten 200 Jahren irgendwann oder so, sondern nee, also, die haben halt schon wirklich angefangen mit der Evakuierung. Und im Oktober wollen die dann eben auch nochmal ganz aktiv dann halt die Evakuierung üben und so. Und ja, also es ist schon echt krass irgendwie. Aber ist halt irgendwie auch krass, dass man halt irgendwie nie so drüber liest, dass man halt irgendwie auch nicht so drüber berichtet und so. Also ich habe immer so das Gefühl, in den Medien, aber auch so Politiker, die berichten halt immer über abstrakte Gefahren, also die wo halt irgendwie gar nicht relevant oder nicht wirklich relevant irgendwie sind. Also
die zumindest für die meisten Menschen halt nicht relevant sind, so. Und ja, also ich weiß es nicht. Vor allem das Ding ist auch so, was man so bedenken muss, der Ausbruch in Neapel, also ich glaube, stand nicht sogar in der Bibel drin oder so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, da war halt damals vor, boah, wann war denn das? Sehr lang her. Also lang, lang vor der Bibel. Ich glaube 400.000 Jahre so ist der, glaube ich, her. Nee, glaube ich, kann gar nicht in der Bibel drin gestanden haben. Auf alle Fälle, der war halt eben so krass, dass halt eben dieser Fallout halt tausende Kilometer halt weit ging und so. Und also im Vergleich zum Hunga Tonga, diesem Vulkan, der 1860, 1870, glaube ich, explodiert ist. Irgendwo unten in der Richtung, wo war der? Richtung Australien, Insel Java, glaube ich, war das da unten, also irgendwo da in der Richtung. So, der hat halt so die ganze, also ganz Europa erstmal so 2 Jahre, glaube ich, halt in so einem, also generell so auf der Erde herrscht dann so, glaube ich, 1-2 Jahre lang globaler Winter. Und Temperaturen waren, glaube ich, für 10 Jahre halt mehrere Grad tiefer und so. Also war halt richtig krass damals. Und alles war mit Asche bedeckt und hätte es Flugzeuge geben, hätten die halt einfach jahrelang nicht fliegen können und so. Und das Krasse ist einfach so, wenn diese Felder halt hochgehen, die würden halt einfach ein Vielfaches davon an Ausmaß, an Schaden anrichten. Also wenn wir halt da schon 1-2 Jahre globalen Winter hatten, dann wären es halt, dann wäre es halt noch viel krasser, wäre es wahrscheinlich noch kälter für noch längere Zeit und halt so Ernte und so wäre halt unmöglich und alles. Und so, also ich finde halt so, ist halt eine Sache, wofür man sich vorbereiten sollte irgendwie. Also so meine unqualifizierte Meinung. Keine Ahnung, aber irgendwie ist es halt wieder so ein Ding, wo halt wieder keiner drüber spricht oder drüber sprechen will oder ich weiß es nicht, ey. Ich weiß auch nicht, warum wir so viele Politiker haben, weil die sich halt einfach nicht um Probleme generell kümmern, halt nur um Dinge, die irgendwie total irrelevant irgendwie sind. Also, weiß ich nicht. So, sind hier Mobs? Oh Mann, meine Stimme. Habe ich einen Ghost TC? Lol. Lol? Ah, hier, lol, what the fuck. Die ganze Welt wird einfach Astria werden. Holy shit. Hier wächst kein Essen, alles ist voller Schnee und Trampelpfaden. Ja. Nee, wäre auf alle Fälle echt schlecht, wenn das kommen würde. Also das wäre echt dramatisch. Das ist halt schon echt, also ich weiß auch gar nicht, ob man sich überhaupt darauf vorbereiten könnte, halt so Essen, also müsste halt, glaube ich, einfach also die Grundprodukte lagern, so ich meine, Kartoffeln und Getreide, ja gut, ja, natürlich gibt es auch noch Gewächshäuser, wo man Essen züchten könnte, ja, also ich glaube, es wird halt echt so sehr viel Wasser und Brot werden, von dem wir uns ernähren würden, für lange Zeit. Und ja, so dritte Welt, RIP einfach. Wirklich komplett RIP. Aber ich glaube, ja, das wäre halt, also gut, so Wirtschaft. Die Wirtschaft. Ja, naja. Aber gut, natürlich, es hätte natürlich auch positive Seiten, das Ganze. So diese ganzen Böden, die halt jetzt einfach so voll im Arsch sind oder wo halt irgendwie auch das Essen, auch Obst und Gemüse hat ja heutzutage nur noch Bruchteile der Nährwerte im Gegensatz zu damals, weil die Böden halt einfach so ausgelaugt sind und so. Und so Vulkanasche ist halt dafür bekannt, dass es halt ultra viel, also es hat die Böden extrem anreichert und so. Und zumindest so gesehen hat es halt irgendwie auch wieder positive Seiten. Aber ich glaube nicht, dass halt so die negativen Seiten irgendwie da aufwiegen würde. Das, glaube ich, wäre halt, naja. Ich glaube, die negativen Seiten würden ein bisschen überwiegen. Ein bisschen. So, jetzt brauchen wir noch 18 Level für unser Level-Ziel für heute.
Boah, ich hab nicht mal gefrühstückt. Wir haben jetzt 12.43 Uhr. Und. Boah. Ich muss auch noch duschen. Fuck, ey. Aber wenn ich jetzt duschen gehe und dann essen gehe, dann. Ah, ist halt kacke. Nee, ich glaube, ich mache jetzt. Denken. Oh Mann. Warum hat dieses Astrid-Ticket eigentlich jetzt Donate Coins gekostet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann's Penia? Ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Auf Endless habe ich letztens ein Astrid-Ticket für Donate Coins gekauft. Aber ich weiß nicht mehr. Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich hierfür ausgegeben habe. Ja, ich glaube, Level 100 schafft mir heute einfach nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr drin. Es ist einfach nicht drin. Ja, achso, ich dachte mir gerade. Alter, der macht 1 Million. Warte, wie tanky ist das denn, diese Dinge, bitte? Alter Schwede. Wie tanky ist denn der, bitte? Hä, ja, und der hat nichts gedroppt irgendwie oder was? What? Okay, krass. Also auch krasser Schaden, was der macht. Na ja, gut, okay, man muss auch dazu sagen, unser Buildpost macht das auch schon. 180k Schaden oder so. Und Buildposter schlägt natürlich auch dreimal mit dem Öffler zu als ein Ranger. Natürlich von dem her gesehen. Ja. Naja. So weit sind wir von uns auch nicht mehr entfernt. Also schon weit, aber halt auch nicht weit irgendwie. Damage, ja. Ja, aber ich muss sagen, also Knight macht sich bisher schon gut. Die HP sind halt echt, ja. Liegt aber auch ein bisschen an uns mit dem STA-Set und so, wäre es halt, glaube ich, ein ganz anderes Ding. Er braucht uns auch die HP nicht oder so, also ist halt nicht so dramatisch. Und ja, ein STA-Set muss ich halt, wie gesagt, noch farmen, offscreen irgendwie. Würde ich auch noch machen. Und ja, genau. Ich denke mal, das kriegen wir dann schon irgendwie hin, so. Boah, Alter, die ganzen Mobs. Die ganzen Mobs und die ganzen Drops, besser gesagt. Blessed Wish. Oh, was haben wir hier alles? Collecting Speed, nice, brauchen wir nicht. Allstats 25. Okay, jetzt steigen die HP auch ein bisschen. Und Pena Raid. Das ist doch schon mal ganz gut. Genau, hier. Die HP bringt das nicht. Ach, ich habe noch mit ihm. Oh Gott. Naja, das spielt schon gar nicht mehr, seit Ewigkeit nicht mehr aktiv. Und ich denke mir ganz einfach, warum kommt denn hier kein treuer Level-Up? Warum passiert denn hier nichts und so? Ah, okay. Ja, blöd andererseits mit dem Charakter. Ich bräuchte einen vierten Charakter effektiv. Ich bräuchte einen vierten Account. Nee, warte mal. Doch. Wenn ich einen Treubuffer will, bräuchte ich einen vierten Account. Shit. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich würde sagen, warum streikt unsere Attack? Aber ja, wegen den Buffs hier. Genau. 16 Level noch. Boah, ich müsste es halt vor 2 Uhr nachts schaffen. Wie lange habe ich jetzt gelevelt? Ich habe jetzt 40 Minuten gelevelt für 14 Level.